So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge, nicht Pokémon Go, aber ein kleines Unboxing. Denn wir haben die nächste WrestleCrate UK Box. Die kam jetzt im Laufe der Woche. Ich versuchte hier immer, wenn ich eine habe, an einem Mittwoch auszupacken, weil Mittwoch ist ja dann auch die Raid Mania. Da kommt Raw im Fernsehen abends, da passt das immer sehr gut. Wir machen die direkt mal auf. Das ist natürlich wieder die falsche Seite. Ich mach immer den ganzen Karton auf und der Deckel bleibt liegen. Ich muss es doch so rumdrehen. Ich muss den Deckel aufmachen. Gleichzeitig hört man natürlich schon ein bisschen immer noch hier so die Erkältung durch. Da haben wir ein super geniales T-Shirt. Das tue ich jetzt erstmal zur Seite legen, Adi. Und wir kümmern uns jetzt mal hier rum. Das ist der Monat freies Wrestling, den man immer einlösen kann, den ich noch nie eingelöst habe. Also immer einen Monat kann man hier streamen kostenlos. Das ist wie wenn ihr einen Monat lang Amazon Prime Video Zeugs oder Netflix habt. Diesmal ist es Riot Wrestling. Kennt ihr Riot Wrestling? Resist on Demand. Das sind lauter Leute dran, die man alle nicht kennt. Und oben steht was von Barcelona. Das klingt aber auf jeden Fall sehr gut. Dann haben wir hier die Item Card, was alles hier drin ist und was fürs nächste Mal schon angeteasert wird. Demolition. Ein exklusives Doppelautogramm von X und Smash in der nächsten März-Box. Hinten also die Liste, was hier alles drin ist. Und da gehen wir jetzt gerade noch weiter. Wir haben nämlich wieder eine DVD. The Best of Catch 2020 Pro Wrestling. Es gibt eine Liga, die einfach nur Catch heißt, oder was? Habe ich noch nicht gehört, habe ich noch nicht gesehen. Da sind jetzt Sachen drauf vom Great British Heritage 2, Alexis Falcon gegen Chantal Jordan. Dann von Enigma Series Night 1, Chris Ridgway gegen Ethan Allen. Enigma Series Night 2, Kev Lloyd gegen Kienan Krishna. Catch hat natürlich einen Catchway Championship. Kev Lloyd gegen Tom Tellwell. Catch Capture Women's Championship. Lizzie Evo gegen Rio. Und Monday 7th March Grimsy Street Fight. Banda Bus gegen Scotty Rourke und Tyler Delvin. Man kennt halt einfach niemanden, noch nichts gehört. Wäre aber mal interessant zu gucken, wie das bei denen so abgeht und was Catch überhaupt ist. Gerade der Street Fight ist bestimmt interessant. Wie geben die sich's? Was haben die so für Waffen? Was machen die so damit? Dann haben wir hier was drin. Das ist das, was glaube ich angekündigt wurde. Ein Autogramm von Daniel Bryan oder Bryan Danielson. Je nachdem, wie ihr es jetzt sagt. Da habt ihr den Wanst, da habt ihr die Unterschrift, da ist der Bart dazu. Gell, okay, Adi? Bryan Danielson. Daniel Bryan. Oh mein Gott. Adi will da richtig ran. Und dann haben wir hier noch. Ach du meine Güte. Was ist das denn? Da weiß ich gar nicht, wer das ist. Auch wieder irgendjemand. Aber die Frisur und der Körper. Jetzt weiß ich, wer es ist. Hier steht zwar Shigerio Iri. Also Shigeria. Shigeiro Airi. Aber ihr wüsstet natürlich, wenn der eine Maske aufhat, das ist Rey Mysterio. Das erkennt man oben an der Frisur, die jetzt immer aus der Maske rausguckt, wo Hannes und ich uns immer total aufregen, dass er so einen blöden Iro jetzt immer auf der Maske hat. Aber ansonsten, guck mal, 1A, genau der Körper, ja, genau die Nationalität und genau einfach diese Haare da oben drauf. Das ist also Rey Mysterio. Wer es glaubt, dem kann man auch wirklich leicht an der Nase rumführen. Und natürlich mein Highlight jedes Mal das T-Shirt. Ich habe jetzt auch wieder das T-Shirt von der letzten Box an. Dieses Attitude Era Shirt mit allen coolen Sachen drauf. Weiß jetzt nicht, was das ist. Ich sehe Obi, gehorche. Chew Bubblegum. Einfach mal auspacken, einfach mal ausbreiten, einfach mal drauf schauen, was das ist. Chew Bubblegum and Kick Ass. Obi.
Das verstehe ich nicht. Da verstehe ich jetzt wirklich nichts. Also, Kaugummi kauen und in Ärsche treten. Okay. Jetzt steht hier aber einer an einem Fenster und guckt hier raus. Und das ist ein Spielautomat oder was? Ich dachte, das ist ein Fenster, da steht einer mit einer Knarre, es ist das Kennedy-Attentat, nochmal aufgezeichnet. Ah nee, hier sieht man am Rand im Prinzip eine mexikanische Maske, irgendwas Mexikanisches, irgendwas Lucha Libre-mäßiges, ein sehr auffälliges Design wieder mal, Chew Bubblegum in Kick-Ass. Gibt es jemanden, der Chew Bubblegum heißt? Oder heißt der Obi? Oder was ist? Ich könnte so nicht erkennen, was das für ein Wrestler sein soll, von welchem Wrestler das ist. Aber passt natürlich wegen Wrestlerdero momentan Mexiko und hier so Maskenzeugs. Wir gucken jetzt mal kurz hier. Was ist alles drin in den Boxen? Bryan Danielson Autogramm. Hammer. Obi Arcade T-Shirt. Gibt's einen, der Obi Arcade heißt? Obi Arcade? Obi Arcade, kennt ihr Obi Arcade? Schreibt's mal in die Kommentare. Dann das Chikaria Airi Autogramm, Best of Catch Wrestling DVD, ein Monat von Resist on Demand. Was nicht hier drin ist, was aber in der größeren Box noch drin wäre, wäre ein Wrestling Tarot Car Pin Nummer 3, ein Insights Ropes Issue Nummer 30 und ein Wyatt Poster. Einfach nur ein Poster von Bray Wyatt. So. T-Shirt finde ich wieder mal genial vom Design, auch wenn ich den Inhalt. Was? Aber das ist ja gut, das ist dann auffällig, wenn du da rumrennst und jeder guckt erstmal drauf. Was ist das? Was stellt das dar? Die Designs finde ich immer außergewöhnlich. Auch das hier, wie gesagt, hat mir sehr gut gefallen. Das von der Attitude Era. Gucken, ob ich es schaffe, das nächste Mal anzuziehen, wenn die nächste Box kommt. Und wenn ich jetzt umziehe, müsste ich ja irgendwie meine Adresse mal ändern dann und weiß gar nicht, wie das ist. Wie man das hier bei WrestleCrate UK macht, wo man das angibt und wie das abläuft, damit die dann nicht an meine Nachmieterin gehen, die Boxen, sondern immer noch an mich. Und bin mir immer noch unsicher, ob ich die halt weiternehme, aber eigentlich freue ich mich trotzdem jedes Mal auf das T-Shirt. Das T-Shirt ist für mich das Highlight. Gefühlt gebe ich also einmal im Monat 25 Euro aus für so ein exklusives T-Shirt und alles andere ist nebenbei. Kann man mal verlosen, kann man sonst was mitmachen, wie auch immer, keine Ahnung. Was ist euer Highlight aus dieser Box gewesen? Für mich wieder das T-Shirt. Wie sieht es bei euch aus? Und hättet ihr auch gern so eine Box? Oder sagt ihr, was ist das denn für ein Müll? Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und wenn ihr das seht, ist Mittwoch und denkt dran, 18 Uhr Raid Mania, 18 bis 19 Uhr. Ladet mich ein für Ho-Oh. Die Leute wissen gar nicht, um was es geht. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.